ein bisschen durch Leipzig fahren. Hier stehen ganz viele Häuser Nach rum. 2 Kilometern links abbiegen. Die sind uralt und leer. Da nur noch Fenster, Höhlen, überall sind die Fenster rausgebrochen. Alles ist mit Graffiti vollgeschmiert. Und ich habe bei 10 habe ich aufgehört zu zählen. Und die stehen immer, diese Häuser, die da leer sind, stehen immer mittendrin. Also da kommt jetzt ein bewohntes und dann kommt, zack, wieder ein leeres. Und dann kommt wieder 2, 3 bewohnte und dann kommt, zack, wieder ein leeres. Also das ist unglaublich. Da ist auch wieder, da jetzt direkt neben mir. Komplett leer, aber wird anscheinend renoviert. Wird anscheinend drin gearbeitet. Und in vielen wird nicht mehr gearbeitet. Da ist und direkt nebendran auch leer. Alles leer. Hör doch mal auf so zu wackeln. Ich will nicht, dass du so wackelst. So, nutzt nichts. Ja, das fällt mir die ganze Zeit schon auf. Dass es hier auch so ist, dass es wunderschön renovierte alte Häuser gibt. Und jetzt direkt da vorne, rechts, seht ihr das? Das steht leer. Komplett. Eine riesige Hütte. Leer. Und solche Häuser gibt es in Leipzig ganz viele. Das ist echt krass. Ja, ich fand es jetzt auch. Also nicht so zugemalt wie außerhalb, ne? Ich habe jetzt vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das heißt, ich darf meinen Kopf nochmal verrenken. Oh Mann. In Berlin gibt es ganz viele solche Innenhöfe. Oder abschneiden und dann umhängen.